Heute möchte ich mit dir über Eigenverantwortung sprechen. Was meine ich damit und zu welcher Typ Mensch gehörst du? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen zu dir und ich hoffe, dir geht's gut. Wie oft in deinem Leben hast du schon andere für dein Unglück verantwortlich gemacht? Bist du auch jemand, der die Schuld bei seinem Gegenüber sucht? Oder bist du jemand, der erstmal anfängt, bei sich selber zu schauen, was vielleicht nicht passt oder was vielleicht nicht stimmt? Gerade wenn es uns im Leben nicht gut geht oder wenn etwas nicht so läuft, wie wir das gerne möchten, dann neigen wir dazu, anderen die Schuld dafür zu geben, weil der andere ist ja schuld, dass es im Leben nicht so läuft. Mein Mann ist schuld, dass ich unglücklich bin. Mein Tier ist schuld, dass ich nicht in Urlaub fahren kann. Meine Kinder sind schuld, obwohl wir das vielleicht so nicht sagen würden, aber auf eine andere Art und Weise sagen wir das. Meine Kinder sind schuld, dass ich keine Zeit habe, um mich selbst zu verwirklichen. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Denn die Verantwortung dafür trägst in der Regel du. Es sind nicht die anderen schuld, dass du etwas nicht tun kannst, was du vielleicht gerne tun möchtest. Es sind nicht die anderen schuld, dass es in deinem Leben nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Natürlich gibt es im Außen auch Umstände oder Gegebenheiten, wo es vielleicht mal nicht so läuft. Aber in den allermeisten Fällen hat es auch immer irgendwie ein Stück weit was mit uns zu tun. Und gerade wenn es um die Selbstverwirklichung geht, um das eigene Leben, um das eigene Glücklichsein. Wenn du unglücklich bist in deinem Leben, dann bist nur du schuld. Ich habe vor, weiß gar nicht, ist schon 20 Jahre her oder so. Kennst du das auch in Beziehungen, wenn du glücklich bist, wenn dein Partner glücklich ist, wenn der gut drauf ist und unglücklich bist oder traurig bist, wenn der nicht gut drauf ist? Also wenn du praktisch deine eigene Stimmung von deinem Gegenüber abhängig machst. Ich habe ganz lange Zeit meines Lebens tatsächlich so verbracht. Vor allen Dingen in jungen Jahren habe ich mich immer dafür verantwortlich gefühlt, wenn es meinem Partner nicht gut ging. Bis ich irgendwann mal gelesen habe, und das war so dieser Punkt im Gehirn, wo es Klick gemacht hat, dass ich für mein Glück selbst verantwortlich bin. Und dass ich die Eigenverantwortung übernehmen muss. Also, wenn ich im Außen oder in mir mit meinem Leben nicht zufrieden und nicht glücklich bin, dann habe ich gefälligst selber die Verantwortung dafür zu tragen. Und im besten Fall schafft man es auch selbst, das Glück in sich zu erzeugen. Das hätte ich fast nicht mehr rausgebracht. Schafft man es auch selbst, das Glück in sich zu erzeugen? Also, wenn du in deinem Leben nicht glücklich bist, wenn in deinem Leben irgendwas nicht so ist, wie du es gerne hättest, wenn du dazu neigst, andere dafür verantwortlich zu machen, dass du dein Leben nicht leben kannst, dass die Kinder schuld sind, der Mann schuld ist, die Hunde schuld sind, die Katzen schuld sind, die Pferde schuld sind, dein ganzes Umfeld schuld ist, deine Mama, dein Papa oder wer auch immer, dann mach mal Stopp und sei mal ganz ehrlich mit dir selber. Und dann überleg, wer wirklich Schuld hat, sofern man hier überhaupt von Schuld sprechen kann. Es geht wirklich darum, dass die Menschen anfangen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wenn Menschen anfangen,
die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, dann sind sie gar nicht so sehr im Außen und beschäftigen sich auch gar nicht so sehr mit Dingen, die ihnen an anderen nicht passen, sondern wir fangen endlich an, dass jeder in seiner eigenen Verantwortung das Leben für sich kreiert, das er gerne im Außen sehen möchte. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass all das in uns anfängt. Also in dir und in mir und in uns allen. Und solange wir immer andere dafür verantwortlich machen, dass etwas im Außen nicht so ist, wie wir es gerne hätten, haben wir keine Eigenverantwortung übernommen. Und ich möchte dich heute einfach mal einladen, heute und morgen und vielleicht auch übermorgen und jeden Tag ein bisschen mehr, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Wenn du krank bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn dein Leben nicht so ist, wie du es möchtest, wenn du nicht die Kunden hast, die du willst, wenn du dich nicht verwirklichen kannst, so wie du das möchtest, wenn du unglücklich bist, dann übernimm die Verantwortung dafür. Es kann niemand anderes für dich ändern, sondern nur du. Und auch wenn dir Schlimmes widerfahren ist, du alleine kannst es nur verändern. Und du bist stark genug, um das zu tun. Und ich wünsche dir jetzt heute auf alle Fälle gute Erkenntnisse diesbezüglich und dass du für dich die Verantwortung übernimmst. Denn nur so kreierst du das Leben, das für dich gedacht ist und weswegen du hierher auf die Erde gekommen bist, mit all deiner Freude und Leichtigkeit, wo du gedacht hast, wow, ich mache das beste Leben, wo du vielleicht jetzt nicht drin steckst. Also verändert es. Du bist der Regisseur, du bist der Hauptdarsteller in deinem Leben. Also nimm die Rolle an und auch die Verantwortung dafür. Und in diesem Sinne sage ich Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern.